herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mass Effect Andromeda. Ja, und willkommen auch damit zu Aufnahmesession Nummer 2. Ja, in der letzten Folge waren wir ja schon in einem sehr heftigen Gefecht, will ich es mal nennen. Und ja, ich habe das Spiel in diesem Gefecht beendet. Und ich weiß nicht, wo wir gerade reinjumpen. Ich springe jetzt gerade einfach mal ins Spiel zurück. Möglicherweise sind wir jetzt ein bisschen früher dran, als ich das letzte Mal die Folge beendet habe. Warte, ich glaube, das ist nicht so schlimm, oder? Also, ja, ich jump einfach mal rein ins Spiel und wir gucken mal, wie es so weitergeht. Das hat man. Wo sollen wir uns positionieren? Alles klar! Ich sehe da. Das muss ich jetzt nachladen. Verstanden! Achtung! Okay. Ich sehe Bewegung! Ja, ich komme schon wieder rein ins Spiel. Das wird schon. Das Ballern und Ecke. Wir haben sie am Shuttle zurückgeschlagen! Das schaffen wir nochmal! Viele Menschen zählen nach wie vor auf uns! Ich werde gerade erst warm! Okay, geh das mal. Sie meinen es ernst! Kann ich eigentlich auch eine Granate werfen? Analysieren mögliche Eingaben. 25% entschlüsseln. Alter, ich kann's ja doch noch! Wie geil! Die Zeit wird knapp! Welche Zeit wird knapp? Halten Sie beide Seiten! Sie dürfen nicht durchkommen! Ihr könnt mal aus einer Deckung rauskommen hier. Was ist das hier überhaupt für ein Ort? Keine Ahnung. Also, jetzt gucken wir ein bisschen zu konzentrieren, um nicht zu sterben. Die Syntax ich hab auch einen Nahkampf angefangen, ne? Komplex. Das ist Nahkampf. Alles klar. Versuch's mit einer Rekursivsuche. Ich brauche einen Moment, um die Struktur auszuwerten. Dann los! Uns läuft die Zeit davon! Kommst du hoch, bitte? Ich glaube, den habe ich richtig verärgert. Der hat ein Schild. Könnte daran liegen, dass ich ihm... Kommen Sie voran, Sir? Die Entschlüsselung ist zu 75% abgeschlossen. Wir haben es fast geschafft. So, denken wir... Wow. Down. Der hat ein Schild. Nur das ist noch ja gar ein nicht bisschen cool. Länger. Das gefällt mir gar nicht, dass er ein Schild hat. Sie ziehen sich zurück. Sie sammeln sich vielleicht für den nächsten Angriff. Bleiben Sie wachsam. Entschlüsselung. Alter! Geschafft! Ich bin ein Sniper! Es ist ein Sicherheitsoverride. Ich versuche die Tür von hier aus zu öffnen. Shit! Oh nein. Ich muss mir das ansehen. Was war das denn gerade? Missionsgebiet zurückkehren. Ich bin Missionsgebiet. Ryder, ich brauche hier deine Hilfe! Ja, ich schon bin okay. Da. Gehen Sie! Wir halten hier die Augen offen! Wir müssen diese Tür öffnen! Alles klar! Ja, ich bin da. Benutzen. Ja, ich bin da. Haben wir es doch noch im letzten Moment geschafft. Schön. Gab keinen leichten Bug am Ende, aber wir haben es ja doch im Endeffekt geschafft. Schön, finde ich gut. Leg dich richtig ins Zeug. Meinst du, wir können das Ding abschalten? Weiß ich noch nicht. Sam hat einen Teil der Sprache entschlüsselt. Mal sehen, ob es für eine Unterhaltung reicht. Sei vorsichtig. Mit wem? Oh, es ist unser Vater. Er soll schon vorsichtig sein. Mit wem ist natürlich... Das sehen wir dann. Das kann er auch nicht wissen. Aber sei vorsichtig, Daddy. Bisher hat nichts auf diesem Planeten zugehört. Sei einfach vorsichtig. Du bist doch nicht etwa besorgt. Ich verrat's schon keinem. Ich mag ihn. Finde ich schön. Na komm. Diese Momente sind der Lohn für unsere Mühen. Sam, starte die Übersetzung. Moment. Indexieren. Übersetzung liegt vor. Dann wollen wir doch mal sehen.
Unfassbar. Es funktioniert. Geschafft. Es ist ein Hoffnungsschimmer. Genau das brauchen die Leute. Hoffnung. Das ist wohl wahr. Mehr brauchen die Leute auf der Arche auch nicht. Nur ein klein wenig Hoffnung. Mag sein, aber noch liegt jede Menge Arbeit vor uns. Gehen wir zurück zum Shuttle und... Sofort! Eine Notexfiltration! Geschätzte Ankunft in 3, vielleicht 4 Minuten. So lange haben wir nicht. Atme tief durch. Was hast du? Ich leite den Transfer ein. Das Implantat ist überlastet. Empfehle eine Direktverbindung. Tu es! Fertig! Willkommen. Was ist passiert? Sie waren 22 Sekunden lang klinisch tot. Was war das denn für eine bombastische Cutscene? Ich habe wirklich die ganze Zeit nicht gelabert, um einfach den Moment nicht zu zerstören. Alter, ich hatte Gänsehaut. Ne, ohne Scheiß. Das war krass. Aber hat sich unser Vater gerade für uns geopfert? Ich bin unschlüssig, was jetzt gerade passiert ist. Wie habe ich überlebt? Ja, das ist jetzt erstmal nicht wichtig. Aber was mit den anderen? Hat das restliche Team überlebt? Hey, sie sind wieder da. Leute, kommt zum Sam-Kern. Ryder ist wach. Mit wem reden Sie? Mit Sam? Hab ihn nicht gehört. Hey, hierhin sehen. Und hierhin? Mein Vater. Wo? Es hieß ihr Leben oder seines. Er hat sie gewählt. Es tut mir so leid. Ich weiß, das ist ein Schock. Ich kannte ihn kaum oder er starb als Held. Also er starb ja wirklich als Held. Welcher Vater würde nicht sein Leben, also welcher guter Vater würde nicht sein Leben für seinen eigenen Sohn geben? Einen größeren Heldentod kann es doch nicht geben, oder? Sich zu opfern für jemanden, den man liebt. Ich kannte ihn kaum, das kann ich gerade nicht beurteilen. Er starb als Held. Er hat sich geopfert, um das Team zu retten. Wir alle stehen in seiner Schuld. Er ist so von uns gegangen, wie er es wollte.
Unter Sternen, die niemand je zuvor gesehen hat. Wir sind im Sam-Kern? Sam ist jetzt ein Teil von ihnen. Auf eine Art, die wir nicht ganz verstehen. Es war eine enorme Belastung für ihr Gehirn. Sam? Ihr Vater ließ die Pathfinder-Befugnisse auf Sie übertragen. Sollte nicht Cora? Theoretisch schon. Tatsächlich aber, Sie sind der neue Pathfinder. Wir sind der neue Pathfinder, der Nachfolger unseres Vaters. Da bleibt wohl keine andere Wahl, soll das ein Witz sein. Beides mag zutreffen. Ach Mann, warum muss ich Entscheidungen treffen? Bisschen Auflockung, übrigens ein bisschen Sarkasmus in das Gespräch. Das kann nicht Ihr Ernst sein. Wieso nicht? Ich bin überzeugt, Sie kriegen das hin. Wir sind dafür nicht ausgebildet, oder? Das hat sich mein Vater nur dabei gedacht. Das kann ich wiederum nicht beurteilen. Ich weiß nicht, wozu er ausgebildet worden ist. Was hat sich mein Vater nur dabei gedacht? Das wüsste ich auch gern. Warum hat er das getan? Er hat offenbar an Sie geglaubt. Und das sollten Sie auch tun. Diese Diskussion ist ohnehin müßig. Die Verbindung zu Sam ist tief in Ihrem Verstand verankert. Der Versuch, Sie zu trennen, könnte Sie töten. Ich weiß, es ist schwer, aber wir müssen darüber nachdenken, wie es weitergeht. Eine Menge Leute zählen auf uns. Driftet die Arche immer noch? Die Sache ist die, was auch immer Ihr Vater mit diesem Turm gemacht hat, war die Rettung. Er war eine Art Atmosphärenreiniger. Die Energiewolke hat sich gelichtet. Wir sind auf dem Weg und müssten die Nexus bald erreichen. Er braucht noch Ruhe. Ihm bleiben 2 Stunden. Wir brauchen unseren Pathfinder. Auch ach ja. Der Zustand Ihrer Schwester ist unverändert. Aber sie schafft das schon. Sie sind Kämpfer, wie Ihr Vater. Ihr Vater wird uns fehlen. Was ist das hier, Sam? Ein privater Kanal. Ich nutzte ihn mit Ihrem Vater. Ein privater Kanal? Warum hat er mich ausgewählt? Wieso hat er das getan? Warum ich? Unbekannt, aber er hat nie ohne Grund gehandelt. Erlek wollte nicht, dass wir unser Ziel aus den Augen verlieren. Er sagte, der Schmerz, den sein Tod verursachen würde, würde uns stärken. Echt baff, welche Wendungen dieses Spiel nimmt. Ich hätte nie gedacht, dass ein Sci-Fi-Shooter Emotionen erwecken könnte. Das ist einfach nur krass. Was sind das jetzt für Dullis? Ja, einfach mal wieder still.
Ryder, schön, Sie wieder auf den Beinen zu sehen. Wir haben den Nexus erreicht. Sie dient der gesamten Andromeda-Initiative als Anlaufstelle. Die Archen der Asari, Salarianer und Turianer müssten ebenfalls dort sein. Hoffentlich hatten Sie mehr Glück. Starten unseren Landeanflug. Sie ist beinahe so groß wie die Citadel. Nexus-Kontrolle, hier Arche Hyperion. Wir bitten um Andock-Erlaubnis. Captain, ich bekomme nur Ihren automatischen Anflugkanal rein. Niemand antwortet. Wie auch immer, wir sind hier. Bringen Sie uns rein. Die Arbeiten sollten inzwischen abgeschlossen sein. Geht doch noch. Echt? Habitat 7 gescheitert. Vielleicht Krieg mit den ersten Aliens, die wir treffen, und unser Pathfinder ist tot? Das sollte der Tiefpunkt sein. Alle Anzeigen grün. Andockung eingeleitet. Das war's. Wir sind da. Viel Glück, Pathfinder. Werden wir vermutlich brauchen. Das ist eine sehr cutscene-lastige Folge, habe ich gerade so das Gefühl. Und bevor was passiert, gehe ich nochmal schnell ins Menü. Bevor diese cutscene-lastige Folge in die nächste Cutscene übergeht, werde ich hier mal die Gelegenheit nutzen, das Ganze hier mal zu unterbrechen. Das war ja eine bombastische Folge heute, muss ich schon sagen. Also ich bin schon wieder voll drin in der Atmosphäre hier. Schön, finde ich gut. Ja, lasst auf jeden Fall eine klitzekleine Bewertung da und auch ein nettes kleines Kommentar. Ja, das Prozedere immer am Ende, ihr wisst, wie es läuft. Ren sagt ciao, macht's gut und bis zur nächsten Folge von Mass Effect Andromeda. Ciao, Leute. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind. Thinking I can see through this, see what's behind. Got no way to prove it, so maybe I'm lying. Das wird nicht unsere Heimat. Ich bin dazu bestimmt, das Unbekannte zu erforschen. Wer sind diese Kerle? Besucher, wie wir. Schaffen Sie sie ins Shuttle! Gut gemacht! I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. After all, don't put the blame on me.